Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Frederik Weitz ist mein Name und ich habe euch gesagt, diesmal schauen wir uns an, wie wir die Kanten von solchen Boxen verändern, so von Rahmenlinien. Und dazu gibt es die Property Border Radius. Property, ich erinnere es nochmal daran, das sind die Eigenschaften von CSS, während die Eigenschaften bei HTML Attribute heißen. Und wenn man es ins Deutsche übersetzt, heißt es beides Eigenschaft. Aber okay, im Englischen hat es andere Begriffe und wir schauen uns das Property Border Radius an. So, dazu gehe ich auf meine Internetseite. Upsala, hier, diese. Und ich brauche jetzt erstmal wieder einen schönen Rahmen. Und das werde ich machen, indem ich mir hier meinen meine Border einfach so setze. Wir hatten das bisher als einzeln definiert, aber man kann mit der Property Border sozusagen die gesamten Rahmen ansprechen und dann eben auch mit den drei Werten dahinter kann man das dann alles zusammen verändern. Also man braucht nicht immer Border Width und Border Style und Border Color eingeben, sondern man kann einfach sagen Border Doppelpunkt und gibt dann Breite, Stil und Farbe hintereinander ein. So, ich ändere das in Solid um und mache daraus einen 5er, 5 Pixel breite Rahmenlinie und das Ganze sieht dann so aus. Ja, furchtbar mit der Farbe, aber gut, okay. Also, das soll ja erstmal nicht schön aussehen, sondern wir wollen erstmal was verstehen. Gut, und jetzt möchte ich den Border Radius verändern. Border Radius. Und jetzt gebe ich einfach ein, wie viel von der Kante aus oder von der Ecke aus, wie viel der die Ecke dann zusammenschieben muss oder abrunden muss. Und ich fange jetzt erstmal an mit 5 Pixeln. Das Semikolon bitte am Ende nicht vergessen, sonst erkennt er beide Properties nicht, wenn ich das Semikolon vergesse. Und das sieht dann nicht so aus, wie wir das haben wollen. So, ich speichere das Ganze ab und ich lade das erneut. So, und jetzt seht ihr, das Verhalten war jetzt also ganz minimal, hat er mir hier die Kanten oder die Ecken geklättet oder gerundet und dann müsste ich jetzt vielleicht doch nochmal mehr Pixel nehmen. Ich nehme mal 15 Pixel und speichere das Ganze ab. Lade ist erneut. So, und jetzt ist es deutlicher geworden. Ärgerlich ist, das seht ihr hier in diesem Fall, dass der mir anfängt, die Buchstaben über den Rand zu schreiben. Das ist meistens eine Sache, die ich nicht haben will. Aber gut, falls manchmal braucht man es auch, die Möglichkeit besteht. Und ich ändere das Ganze jetzt nochmal ab in nochmal 25 Pixel, also gleich nochmal sehr viel mehr. So, und das wird immer runder und ihr erinnert euch vielleicht an die Knöpfe, die ich hier in diesem einen Übungstext gemacht habe, in Übungs-HTML. Und die habe ich eben ganz genauso gemacht. Ne? Also ich habe einfach die Kanten ganz besonders rund gesetzt und dadurch gibt es hier so diese Pillenform. Gut, so, Moment, klicken wir wieder zurück. So, und das ist im Prinzip die Möglichkeit, etwas rund zu setzen. Nun hatte ich in diesem anderen, jetzt muss ich es nochmal aufmachen, in diesem anderen, in dieser anderen Seite, hatte ich zum Beispiel die Rundungen individuell gesetzt. Also das eine ein bisschen rund, das andere besonders rund und hier hinten gar nicht in dieser Infobox. Wie mache ich das? Geht auch ganz einfach. Ich sage einfach, der Border
Left Top Radius, also ich benutze wieder die Positionsbestimmung, und dann muss ich eben sagen, links oben der Radius, der soll jetzt besonders rund sein. Und das sieht dann so aus. Und hier. So. Upsala, habe ich die vertauscht. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht die falsche Reihenfolge verwendet. So, und jetzt seht ihr, hat er mir hier die obere Ecke besonders stark abgerundet. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, Border, Bottom und Right, ein Doppelpunkt. Und die möchte ich auf 10 Pixel abgerundet haben. Und das sehe dann. Na, macht er mir nicht, habe ich schon. Ah, Bottom. Da muss man aufpassen. Bottom right. Und dann fehlt noch das Radius. Radius. Oh. Und dann sieht das Ganze so aus. Also hat eine schwächere Abrundung. So, das ist die eine Möglichkeit. Und dann gibt es noch verschiedene andere Sachen, die ich euch zeigen könnte dazu. Das werde ich in einem späteren Video machen. Also es gibt noch mehr Möglichkeiten, mit der Eckenrundung zu gestalten. Aber ich denke, das reicht jetzt erstmal. Gut, jetzt wisst ihr, wie ihr die verschiedenen Ecken ansteuert, wie ihr die Rundungen unterschiedlich macht, und habt schon eine Idee, wie ihr solche Pillenformen herstellt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann zeige ich euch, wie man den Abstand zwischen dem Rahmen und dem Text vergrößert. Bis dahin.